Dann sollte er zum seelischen Ausgleich doch mal mit uns ins Zeltlager nach Reienbach kommen. Dort gibt es bei den Maltesern sogar seelischen Beistand. Den brauchen wir und gehen dahin mit der Sommerreportage. Die ganze Woche lang sind wir dort beim Bundesjugendlager der Malteser. Und hier nochmal der kleine Rückblick. So hat alles angefangen. Ob modernes Gruppenzelt oder traditionelle Jurte. Alle Malteser bauen zunächst ihr Dach über dem Kopf auf. Bei den einen geht das leichter, bei den anderen ist das schon etwas komplizierter. Das fachmännische Auge sieht da sofort. Schief. Als dann endlich alles steht, werden die spärlichen Schlafplätze verteilt. Und in der Großküche, da brodelt's. Ja, denn genau, für heute hat uns unser Reporter Sebastian Titelbach ein Drama in der Küche angekündigt. Aber bevor wir da in die Küche kommen, fängt für mich das Drama schon dann an, wenn 700 junge Leute, die die ganze Nacht in ungemütlichen Zelten mit Schlafsäcken auf dem harten Boden verbracht haben, wenn die in aller Herrgottsfrühe einfach aus dem Bett geklingelt werden. Wer den Hahnenschrei auf dem Lagerplatz vor Reinbach verpasst hat, ist spätestens jetzt wach. Die Lagerglocke lässt keine mehr eine Chance, noch ein Auge zuzudrücken. Denn der Tag beginnt ganz Malteser mit einer Messe. Zwei Jugendseelsorger kümmern sich während der Lagerwoche um die geistliche Nahrung. Für das richtige Essen in der Küche sind 25 Freiwillige zuständig. Es ist hektisch und die Stimmung unter der Zeltplane ist gedrückt. Nach der Messe soll es eigentlich Essen geben, doch im Moment gibt es nur ein Chaos. Wo Hermann Wellens steht, stand heute Morgen noch das heiße Wasser. Es waren einige Jugendliche heute Nacht hier, die haben wir ein bisschen rumranaliert. Haben uns die ganze Feldküche leerlaufen lassen, ja, also voll Wasser. Haben uns die Feldchen leerlaufen lassen, hier war es wie im See. Ja, das macht schon Freude morgens. Ne? Was bedeutet das dann für Sie? Dreiviertel Stunde mehr Arbeit. Keine leichte Situation für Küchenchef Josef Laumann. Weil die unbekannten Saboteure das heiße Wasser abgelassen haben, dauert jetzt alles viel länger als geplant. Wenn man kein Team dahinter hat, ist der Koch einfach, der als Chefkoch und kann noch so intelligent sein, er schafft alleine nichts. Ohne seine Mannschaft ist er gar nichts. Dann kann er einpacken. Deshalb muss seine Mannschaft jetzt anpacken. 45 Minuten sollen sie wieder reinholen. Irgendwie. Es geht zügig voran, trotzdem muss das Küchenteam auch seine Kräfte einteilen. Am Anfang der Woche sind sie wahrscheinlich noch richtig fit. So. Und dann am Ende der Woche hat man dann, was hat man dann so für Malessen? Malessen, ja, Rücken, ne? Rücken, Brandstings, wie es hier kommt. Jeden Koch erkennt man an diesen Streifen. Ja. Zeigen Sie mal den Streifen, was ist das? Das ist meistens, wenn man auf die Kessel kommt, ja. Auf die Kessel verbrannt, ran. So verbrannt, so sieht das doch aus, was jetzt mal ist. Daran erkennt man jeden Koch. Bei jedem Koch, der mit Großküchen arbeitet. Vielleicht vor allem, wenn man rührt, wupp, einmal nicht aufgepasst, hängt man mit der Kante gerade oben auf die Kesselkante. In Josef Laumanns Feldküche wird nach der 98%-Regel gewürzt. So viel muss das Essen schmecken, den anderen ist es entweder zu scharf oder zu laff. An der Essensausgabe warten gerade 100% mit leeren Tellern und fordern Erklärungen. Und deswegen hoffe ich, dass wir in den nächsten Nächten immer ständig zweimal das Wachpersonal an der Küche haben. Denn das darf einfach nicht vorkommen, sonst kommen wir immer wieder hinzu. Und ich hoffe, dass das alle Verständnis habt, denn hin und wieder läuft es dann mal anders, wie man denkt. Danke, Ende für Verständnis. Endlich wechseln 150 Kilo Gulasch, 90 Kilo Rotkohl und 140 Kilogramm Kartoffeln die Seiten. Doch die Schlange kommt schnell ins Stocken. Diesmal hat ein starker Wind das Feuer im Kartoffelherd gelöscht. Wenn es morgen schon nicht vernünftig läuft, dann kommt der zweite nach dem Morphy-Gesetz, wie sagt man so schön. Dann kommt das zweite Ding hinterher. Und so war es heute dann auch passiert. Aber irgendwie haben Sie immer noch Ihr Lächeln drauf. Ja, warum soll man dann halt dumme Miene ziehen? Das bringt ja nun nichts. Da muss man halt durch. Das ist halt so.
Zur dummen Miene bleibt sowieso keine Zeit. Erstmal muss die Küche gemacht werden. Und danach stehen noch hunderte Lunchpakete und das Abendessen auf dem Programm. Erst jetzt kann Josef Laumann selbst probieren, was seine Helfer gekocht haben. Sein Lächeln wird er dabei nicht verlieren. Wahrscheinlich weiß er, schlimmer als der heutige Tag in der Küche kann es für ihn nicht mehr werden. Für die Nachtwache aber schon. Und was die Nachtwache dann noch erwartet hat, das zeigen wir Ihnen morgen in unserer Sommerreportage Teil 3.